Wir müssen hart über den Köpf. Rein, ja! Das müsste... da ist mein Frontflügel. Hallo zusammen, heute zu einem kleinen Special. Ich mache so oft Specials, aber heute schauen wir gemeinsam mal ein bisschen Videos an. Und zwar habe ich euch ja gefragt, soll ich mal auf andere Formel 1 YouTuber reagieren und mir mal andere Formel 1 YouTuber anschauen? Denn es haben ja über 3000 Leute gestimmt, dass wir uns mal hier YouTube-Videos anschauen von anderen Leuten. Und ich würde sagen, wir legen mal los. Ihr habt ordentlich kommentiert. Der erste Kommentar ist KJMG Folge 73. Dann machen wir das mal. Karrierefolge über 100. Und ich habe knapp über 100 Videos auf meinem Kanal insgesamt. So, wir schauen mal rein. Ab geht's. Was geht, Leute? Und herzlich willkommen zurück zu unserer F1 2020 MyTeam-Karriere. Wir sind heute beim 7. Rennen unserer 4. Saison und zwar bei einem der Saison-Highlights. Er nimmt ja mit so einem Mikro auf, direkt vorm Lenkrad. Also ich zum Beispiel habe hier mein Mikro, weil mich stört es einfach, wenn hier irgendwas vor meinem Lenkrad hängt und ich kann nicht ordentlich lenken. Und er hat einfach sein Mikro direkt vor seinem Lenkrad und hat ganz süße blaue Kopfhörer noch auf. Wenn man mal so, meine Kopfhörer sind einfach riesig im Vergleich zu sein. Er ist halt wirklich so ein Spezialist für Karrierevideos. Also ich bin das überhaupt gar nicht. Ich mache Karriere so selten. Ich fahre lieber Liga-Rennen und so Sachen. Letzte Kurve, ich habe versucht alles rauszuholen. Boah, und das zeigt sich auch am Delta. 1,9, fast 2 Sekunden war das schneller. Als unser erster Versuch war das genug für einen Einzug in das zweite Qualifying. Oh, German! Und das auf dem ersten Platz, come on! Ja, ab geht's. Boah, und wie? Fast eine halbe Sekunde vor Verstappen auf dem zweiten Platz. Ah, jetzt ist er hart konzentriert jetzt. Hart konzentriert fährt jetzt die Runde. Schaut euch das Gesicht an. Jetzt plötzlich richtig hart konzentriert. Richtiger Tunnelblick. Jetzt voll fokussiert, so Qualifying 1 und 2, so wow, und jetzt fahren wir hier die letzte Kurve. Und hier so ganze Runde so maximal konzentriert. Da kommen die 5 roten Lichter und es geht los. Wir müssen jetzt natürlich am Start so aggressiv sein wie selten zuvor. Das wird mit Abstand, wow, unsere beste Chance, um ein paar Plätze gut zu machen. Wir sind sehr nah dran, das wird unfassbar eng hier. Wir müssen hart über den Curb. Wir müssen hart über den Curb. Und dann ist da einfach kein Platz für 2 Autos am Ausgang der Kurve. Aber im Qualifying war er wirklich maximal fokussiert. Da hat er wirklich richtig so krass Konzentration. Und jetzt, man sieht, dass er immer kommentiert, immer so an ein paar Stellen, wo er denkt, ah, jetzt kann ich nochmal was erzählen. Dann redet er. Und ich glaube, der Rest der Runde ist er richtig fokussiert wieder. Und er hat immer so ein paar Stellen, wo er dann denkt, ah, jetzt kann ich nochmal. Und dann schneidet er genau die Stellen kurz rein. Das sind dann 2 Kurven oder so. Und dann kommt Cut, nächste Runde. Cut, nächste Runde. Dass er das so durchzieht. Und vor allem, er fährt 50% Saison und haut fast jeden Tag so ein Video raus. Das ist echt krank viel Arbeit. So, Freunde, als nächstes schauen wir uns Dave Gaming an. Schauen wir mal rein in Dave gegen die Welt, heißt es, glaube ich. Los geht's. Moin meine Lieben und willkommen zu einem kleinen Dave vs. die Welt, heute im Williams. Ich glaube, jeder YouTuber hat so seine Standard-Intros. Also ich zum Beispiel sag immer so, hallo zusammen zu diesem neuen Video. Kai zum Beispiel sagt immer, was geht Leute? Dave macht immer, moin moin ihr Lieben. Oder zum Beispiel Feel Racing, ich begrüße euch mal wieder zu einem neuen Video auf meinem Kanal. TRL Limitless, und zwar wird er bestimmt sagen, yo, Shady hier. Yo, JD hier, Zero Limits, and as you can see... Er stellt den Timer. Jetzt haben wir den Timer. Ah, nice, jawohl, da ist der Timer. Dann warte ich jetzt noch 2-3 Sekunden, bereite mich schon vor. Und jetzt geht's los. Auf die Strecke. Mich interessiert jetzt eigentlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei so einem Video, auch wenn ich meine eigenen Videos anschaue, wenn ich so irgendwelche Pole-Zeiten schlagen will, dann immer ganz am Schluss, weil ich will ja wissen, schafft er jetzt hier, was schafft er für eine Zeit? Und ich finde halt, also Dave macht seine Videos immer sehr... Also er ist ganz anders wie KMG. Er macht alles sehr ruhig. Och, so, ja, lenken wir mal ein bisschen. Und ja, sehr, sehr ruhig, gefällt mir. Ganz anderer Stil. Ich glaube, er hat auch ein ganz anderes Publikum. Runde 21. Timer ist vorbei. Timer ist abgelaufen. Jetzt hat er nur noch die eine Runde. Haut er die jetzt raus? Aber jetzt sieht man die Runde, jetzt sieht man die Rundenzahl, die er jetzt hier gebraucht hat. Ja, und er haut nochmal. Nee, er schafft's nicht. Nee. Oh. Beste Zeit, 1,49.
Das ist aber für Williams schon richtig, richtig sportlich. Ich hätte echt erwartet, dass da noch ein bisschen mehr geht. Aber nice. Ich finde, das mit dem Timer ist eine gute Idee. Ist eine sehr, sehr coole Idee. Dann kann er das auch während dem Stream so machen und sagen, ja komm, Leute, wir haben 45 Minuten, geben wir uns. Weil ich sitze manchmal auch so 2 Stunden da und sage, ach komm, ich will es unbedingt schaffen. Und er sagt so am Schluss, ja, haben wir nicht geschafft, aber trotzdem 1:49 haben wir geknackt. Finde ich gut. So, das war Dave. Frontflügel beim ersten Rennen komplett zerstört. F1 2020 mit Lenkrad. Das oh mein Gott. Moin Leute, herzlich willkommen zu meiner ersten Folge von Formel 1 2020. Meine Damen und Herren, ich habe am heutigen Tag mein eigenes Formel 1 Team gegründet. Ich bin nicht nur Besitzer dieses Formel 1 Teams, sondern auch Fahrer. Das bedeutet, es wird chaotisch. Ich muss sagen, es wird chaotisch. Ich kann mir das gar nicht so lange anschauen, Leute. Ich meine, natürlich haben sie den besten Fahrer der Welt hier. Da sind wir weit rausgekommen. Das ist jetzt ein nicht richtiger Fun-Gamer. Da verliert Platz 9. Ist er halt. Und ja, ich sitze wie ein Affe auf dem Schleifstein. Ich müsste wahrscheinlich eher so sitzen, aber das... Er sitzt wie ein Affe auf dem Schleifstein. Wie gut. Er hat einfach direkt gecuttet. Schaut euch das an. Er fährt einfach los und dann kommt ein Cut. DRS activated. Da ist ja auch noch so ERS. Die Chancen sehen und nutzen. Und dann auch hier, weißt du, wie so eine Anaconda zuzuschlagen. Gut gemacht, Partner. Guter Start. Ja, danke. Du bist mein Partner? Also Albion hole ich nicht mehr. Ich versuche jetzt immer noch meinen Albion, Platz zu halten. Albion holt er nicht mehr. Ich kann nicht, Gott. Ich kann nicht. Was ist das jetzt? Ist hier alles kaputt? Komm, rein. Ja! Das müsste... Da ist mein Frontflügel. Hat er mich noch überholt? Fahrer des Tages. Da ist mein Frontflügel. Alter Schwede. Wir haben schon das kann man sich schon mal geben, aber... Oh. Puh. Okay, also dann schauen wir jetzt als nächstes Eye Contrast. Try not to love. Okay. Was sind das für Sounds, die ihr da reinschneidet? Okay, ich hab gelacht kurz. Ich musste ganz kurz lachen, als der Flügel da unten rauskam. There's no controllers available! Yep, that's me. That was a heck of an impact. Der war gut. Wir könnten theoretisch mal die allererste Folge von Dena anschauen. Ich hab noch kein einziges Video geschaut. Richtiger Quersteher. Wir haben DRS, deswegen wir sollten safe for Giotto sein. Der hat zwar auch DRS, aber... Oh Gott, ich darf mir nicht so viel solche Sachen anschauen, sonst werde ich... Wir schließen auf, Latifi aber nicht genug. Das schlägt ja auf mich über. Innen, aber nicht innen genug, oder komm, wir gehen innen! Aber gefällt mir. Holy shit, ich dachte, er geht weiter nach links rüber, aber nein. Es gefällt mir, wie er das schneidet. Wir schauen jetzt noch viel Racing. Er reagiert auf Daves Welt-Challenge mit Zeitenjagd und ich reagiere dann auf beide wieder. Das wäre auch frech. Ungültige Rundenzeit, wieso? Was mache ich denn da? Hey, das war eine Top-Durchfahrt von dieser Schikane danach im ersten Sektor. Gleich hat zu weinen. Man muss einfach nur mal eine gültige Runde fahren. Ist das denn so schwierig? Das kann doch nicht sein. 1-0. Okay, ich muss es tatsächlich nochmal angucken. Oha, was war das denn für eine Durchfahrt? Was für eine Durchfahrt? Was mache ich denn da? Was mache ich denn da? Ey, das war eine Top-Durchfahrt von dieser Schikane da nach dem ersten Sektor. Der Gesichtsausdruck, der war klasse. Stimmbruch. Oha. Er sieht aus wie so ein kleines Kind. Jo Leute, das war das kleine React auf F1 Videos und F1 YouTuber. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne Daumen nach oben und abonnieren, wenn ihr wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Haut rein. Ciao, ciao.